Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Night of the Rabbit. Und wir sind immer noch fleißig dabei, oder versuchen uns zumindest, die Echsen, die Maskierten, zu fangen. Ich weiß aber nicht so richtig. Wir haben noch eine neue Sprachoption. Können Sie auch Ihre gucken. Eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Hahaha! Oh ja! Na gut, okay, tanzen, ja. Oh, da sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Die Weißen bringen Glück, doch die schwarzen Kugeln leider nicht. Das größte Glück ist, Zarov zu sehen. Noch eine Kugel. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich nehme auch anderes. Was auch immer Sie wollen. Ich will alles. Deinen Sender, deine Taufliege. Natürlich. Und jetzt eine Kugel. Wollen wir noch mal sehen. Interessant. Welch ein Glück. Du darfst Zarov sehen. Zarov. Endlich. Ein ekliges Geräusch. Und jetzt knickt er weg, oder was? Ja. Ja. Macht sich vom Acker. Okay, eine sehr schwere Fliege. Das nehme ich mit. So, können wir bei der Fliege selbst auch was machen? Entschuldige, Sumse. Na, wirst du? Die Klappe ist offen. Wahrsager ist gerade abgelenkt. Okay, da müssen wir ein bisschen fixer sein. Überlege ich mal, was man da reintun kann. Die Glocke vielleicht. Mal gucken. Also nochmal schütteln. Entschuldige, Sumse. Da passe ich besser gut drauf auf. Okay. Ja, ich meine, wir haben es gerade bekommen. Glück wird über dich kommen, Mist, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur... Mensch. Und schüttel doch nochmal, Mensch, Eri. Entschuldige, Sumse. Was das bringen soll, weiß ich zwar auch nicht. Wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager! Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Geben halt die harten Geschütze an. Irgendwozu muss das Juckpulver gut sein. Oh, entschuldige, Sumse. Ganz gemütlich aus. Übrigens hat die Fuchsstatue wieder die Bimmel um. Das irritiert mich. Ich hab's ja doch im Inventar. Naja, vielleicht hat sie eine Ersatzbimmel. Es hat nicht sollen sein. Was können wir machen? Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Guck mal, ob da was steht. Nee. Leider nicht.
Muss noch ein bisschen rumpöbeln. Aber das kriegen wir schon hin. Oh, entschuldige, Sonse. Na, wirst du? Na, wirst du? Schuss! Macht da nix. Hm. Sowohl das doch nicht. Aber ich hab da gar nichts anders. Endlich, Sarah. Sieht doch ganz gemütlich aus. Sieht doch ganz. Ich guck mal nicht, dass ich da irgendwie noch was übersehen hab. Nein. Wir sind an die Trommelklappe ran, aber was wollen wir da machen? Ich kann nur Pfeffer rein. Das braucht keine besondere Würze. Muss ich vorher irgendwas kombinieren? Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Leute, ich hab grad keinen Schimmer. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Das benutze weiß ich die Bandflaschen, die ich dir gab. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Gibt es vielleicht irgendwas Neues? Nein. Viel Glück noch. Bis später. Glück, ja. Was könnte ich da reinstopfen? Oh, entschuldige, Sonse. Na, wirst du? Nein, den behalte ich. Das war's mal nicht. Man, wozu haben wir das bekommen? Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Ich will keine... Ich komme einfach gerade bei dem irgendwie nicht weiter. Probier ich mal bei den anderen rum. Bei dir mit den Flaschen fällt mir ein bisschen was ein. Also was funktionieren könnte. Ich meine, er hat ja den Stand hier. Vielleicht müssen wir ihm da bloß eine unterjubeln. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Dass Jerry immer denselben Wortlaut nimmt wie ich, das irritiert mich ein bisschen. Mal sehen, ob's klappt. Angst. Ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Das ist schon die Flasche, die wir... Ach, der Korken sitzt aber fest. ...da reingebracht haben, ne? Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Okay, der ist weg. Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich!
Ich bereue nicht, die jetzt aufheben zu wollen. Und ich in der ersten Reihe. Ja. Sag mal, nicht grummelig, es gefällt mir sogar. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Denke ich mir auch fast. Auch wenn sie da so verlockend liegt. Kaffee wollte ich doch gar nicht. Das sind viele Flaschen. Leute, ich speichere mal vorsichtshalber ab. Es ist mir gerade zu heikel. Ich will aber trotzdem wissen, was da passiert. Ich versuch's. Augen zu und durch. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich besser die Finger davon. Okay, er sagt sowieso nein. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. So. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarow sehen, wie die anderen, dich in seinen Bann ziehen lassen. Möglicherweise. Zarow zu sehen, hat seinen Preis. Aber du bist nur ein Kind, ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Ich habe eine ziemlich große Comicsammlung. Vielleicht später. Im Moment ist mir nach liquiden Kunden. Liquide wie der Shampoos. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Vielleicht reicht es, wenn wir ihm einfach eine Flasche geben und sagen Prost. Besser nicht. Okay. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Was haben wir eigentlich zaubertechnisch? Wir haben 5 Zauber. Okay, es passiert was. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Aha. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Die zweite Antwort finde ich ja cool, aber ich glaube, die ist verkehrt. Klar. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Ich hab da gar Muss ich keine. Nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zarow? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen.
Gerd gut ein hinter die Binde gegossen. Vielleicht jetzt zwei. Besser nicht. Auch nicht. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Was mache ich? Nein. Ich habe eine Idee. Nein, den behalte ich. Man denkt da vielleicht das Blausaft drin. Nee. Da muss kein klebriger Sirup drauf. 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 Da muss... Hatte ich schon, ne? Da muss kein... Da muss kein klebriger Sirup drauf. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Irgendwie will nicht. Jetzt ist bei den beiden hier, bei dem Säufer und bei dem, der so ein bisschen wie ein Mönch ausschaut, ist was passiert, aber ich kann es nicht umsetzen, Leute. Das mit den Flaschen war ja gar nicht so... so. Vielleicht muss ich es auf ihn anwenden, den Aufkleber, was Quatsch ist eigentlich. Nein, den behalte ich. Ja. Der Bann wirkt besser, als ich gedacht hätte. Besser nicht. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Ich schau mal. Nö. Nix weiter. Eieieiei. Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Steht was Neues im Tagebuch? Ja, das habe ich ja schon mitgekriegt. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen? Wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Okay. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Oh, können wir ein bisschen aufstacheln? Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Hab ich auch nicht, aber egal. Das höre ich jetzt mal bald alle, oder was? Daran liegt es. Ah. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen. Müssen wir das einfach bloß auf die Spitze treiben? Ich glaube. Ich hab immer noch ne echt. Du willst zack wie die immer noch der B- das dann wirst du sicher dann den. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz. Ich mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos.
Wir werden auffliegen. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Richtung war. Rückabwicklung. Rette sich, wer kann. Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Vielleicht jetzt mit einer Flasche? Einfach davor halten? Besser nicht. Nee. Besser nicht. Ah, ich hab 'ne Idee. Mal sehen, ob das klappt. Endlich! Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Jetzt hat er sich vergrümelt. Kann ich seine Klamotten mitnehmen? Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Okay, die Verfolgung von dem werden wir dann im nächsten Part aufnehmen. Ich danke euch wieder dafür, dass ihr dabei wart und sagt tschüss und schaut wieder rein. Ne? Tschüss!